Welche Superkraft würdet ihr euch aussuchen? Mir fällt nur Quatsch ein. Ja, hau raus. Boah, Junge, ich kann mich nicht entscheiden einfach. Es gibt so viele coole. Ich glaube, so ja? Ja, klar. Welche? Fliegen, überschnell laufen, so. Wumm, bis in der Schweiz. So. Teleportieren. Ja, noch besser. Ich bin teleportiert, ist für mich. Aber dann bist du schnell von A nach B. Oh ja, teleportieren ist super eigentlich. Da kannst du schnell fliehen, da kannst du schnell reisen. Ja, du sparst so viel Zeit. Oh, voll. Ja. Es gibt doch diesen Film Jumper oder so, da hat er das doch auch gemacht. Kenne ich gar nicht. So rumgesprungen. Ja, ja. Von Ort zu Ort. Ich würde, glaube ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwas mit Sehen, so richtig krass Sehen, weißt du? Oder vielleicht so Röntgenblickmäßig, so irgendwas. Irgendwas mit übertriebenem Sehen. Ich will so gucken, du hast so gebrochene Arme, ich guck dich an, dein Arm ist gebrochen. Was ist das denn? Ich will den Röntgenblick. Bruder, das ist ein Job auf jeden Fall. Ey, du hast eine krumme Wirbelsäule. Was hätten wir gemacht ohne Rennet? Was hätten wir gemacht ohne Röntgenrennet? Ey, ich hätte immer Jobs. Was soll ich? Ey, du bist umgeknickt. Ich nenne nie wieder eine Idee. Also die, ey, sexy Schlüsselbein. Röntgenrennet. Weißt du, was geil wäre? Ich hab den Durchblick. Was wirklich gut wäre, zu immer sehen zu können, ob jemand lügt. Gedanken lesen? Nicht Gedanken lesen, man will nicht alle Gedanken so. Das nein, auch, sagen wir, du kannst switchen. So wie du willst. Also, dass du sagst, okay, jetzt will ich Gedanken lesen, jetzt höre ich auf damit. Nee, Gedanken lesen ist mir zu viel. Gedanken lesen ist mir zu detailliert. So viel will ich gar nicht wissen. Ich will nur wissen, Lüge, Wahrheit. Das brauche ich nicht. Dass ich so einen Sensor habe und ich weiß, der lügt gerade. In welchen Situationen vor allem würdest du es haben wollen? Jetzt Nachrichten überall, bei allem Möglichen, Alter. Bei allem Möglichen. Viele Leute wissen ja gar nicht, zum Beispiel Nachrichtensprecher oder Leute, die das vorlesen, haben ja keine Ahnung, die lesen ja nur vor. Ja. Die wissen ja nicht, ob das wahr ist oder nicht. Ja. Da kommst du nicht weiter. Ja, aber das heißt, er hätte einen Sensor, um die Hintergrundstory auch zu wissen. Ich kann sehen, ob etwas... Ja, genau. Das stimmt oder nicht. Ob etwas stimmt... Oder nicht. Oder nicht, genau. Okay. Ja, kann ja auch sein, dass jemand sagt, ja, ich habe am 1.1. Geburtstag. Dabei ist das gar nicht sein Geburtsdatum und du kennst das richtige Datum auf einmal. Ja. Nee, das würde ja heißen, das heißt... Nein, du weißt die Wahrheit nicht. Genau, das wäre noch was anderes. Ob es wahr ist. Und ob es ich glaube, Leute würden dich als Gefahr sehen und dich sowas von innerhalb von 2 Minuten bist du tot. Ja. Direkt erledigt. Ja, ja. Wenn die das wüssten. Ja. Ich müsste das als Geheimnis behalten. Ja, aber dann bringt dir das nicht viel, wenn du zum Beispiel was Gutes damit machen willst oder die Welt positiv verändern willst, dann muss ja deine Fähigkeit bekannt sein. Weil dann wissen die Leute, ach damit krass. Damit Leute auf mich hören. Ganz genau. Ja, aber so weit würde ich es nicht bringen. Das würde es nur von Eigennutzen. Ich würde nicht die Welt damit retten wollen. Ich würde einfach nur sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich denke mir gerade, du willst die Welt verändern. Nein. Und du hast einfach nur im Kopf, wenn du die Bäckerin fragst, ist das Brötchen wirklich frisch? Aber natürlich. Genau. Got you, bitch. Genau. Bei dir gehe ich nie wieder was kaufen. Ist da echt kein Gelatine drin? Ich dachte, du willst die Welt verändern. Nein, scheiß auf die Welt. Du willst nur wissen, ob das Brötchen frisch ist. Was ist das für ein... Ich will wissen, ob die Menschen cool sind oder nicht. Und dann kann ich direkt sagen, ciao, bei dir gehe ich nichts mehr kaufen. Du laber mich nicht voll. Du lügst einfach. Ja. Geh weg. Ja. Ich hätte, glaube ich, Bock auf so... vielleicht Unbesiegbarkeit im Sinne von so, dass ich nicht erschossen werden kann. Nicht, dass die Gefahr besteht, aber who knows? Dass, wenn mich jemand angreift, dass alles abprallt. Dass ich so praktisch so komplett unbesiegbar bin. So. Völlig unverwundbar. Also ich kann nicht überfahren werden, ich kann nicht geboxt werden, ich kann nicht erschossen werden. Mhm. Mir kann also gar nichts passieren. Also ich müsste nicht, sogar wenn ein Flugzeug abstürzt... Musst du dir keine Gedanken machen. Richtig. Also Deadpool-mäßig. So wie Deadpool. Ja, spürt er keine Schmerzen? Der spürt Schmerzen, aber der ist nicht, also der ist
du kannst ihn nicht töten. Schadet ihm nicht, ne? Ja. Ja, ja, auf die Schmerzen hätte ich keinen Bock. Ja. Ach, das wäre das. Ich will unverwundbar sein, aber. Und auch nichts spüren. Genau, den Schmerz. Ich stell dir mal vor, ich würde die Schmerzen spüren, die mich töten würden. Alter. Und du gehst weiter. Das wäre ja der größte Fluch, Alter. Ich glaube, unsichtbar sein wäre cool. Nein. Unsichtbar sein. Unsichtbar sein ist für mich eh nicht Gedanken lesen. So. Nein, unsichtbar sein. 99% der Leute, die unsichtbar sein wollen, sind die größten notgeilen Böcke, die es gibt. Ey, ich schwör's. Nein, guck mal. Ey, ich unsichtbar sein. Nein. Wenn du jetzt da hinten stehst, würdest du so einen von der Seite geben. Trash! Und du nein, so. Mann. Die notgeilen. Was war das? Nein, ich schwör's dir. Hätten viele Leute diese Fähigkeit, diese Superkraft, unsichtbar zu sein, das wären notgeile Leute. Und dann werden die auf einmal so in der Umkleidekabine von so Frauen und die werden alle so gezwängt, weil einfach so viele notgeile Leute unsichtbar werden. Und dann sagen sie, ey, mach mal Platz. Und die Frauen denken sich, wer war das? Nein, Mann. Unsichtbar sein. Alle Leute, die das sagen, sind einfach die größten Frettchen, ey, Mann. Du könntest überall, du wärst so voll der, du könntest so extrem krasser Geheimagent sein. Du könntest so Auftrags Navy Seal sein. Junge, deine Blähungen würden dich verraten ohne Ende, Alter. Was hab ich denn jetzt schon wieder eigentlich? Junge, wird man direkt sehen bei diesem Wärmebild. Sieht man einfach bei dir diese Wolke, weißt du? Du bist der Schlimmste. aber unsichtbar sein hat schon was, aber dann was ist der? Eigentlich ist das voll die scheiße Baufähigkeit. Ja, genau. Das Sachen klauen. Genau. Richtig, Sachen klauen, so PIN-Nummer eingeben, ja, was ist das? Dafür ist das gut. Wenn du so ein richtig guter Verbrecher sein willst, ja, dann bringt dir das was. Ja. Ja, aber was oder halt um so Sachen herauszufinden. Welche? Ja, dann lieber das, was ich gesagt habe. Wissen, ob was stimmt oder nicht. Ja, aber nein, du weißt ja nur dann, ob es stimmt oder nicht. Du weißt ja nicht, was die Wahrheit dahinter ist. Das ist das Ding. Ich würde so im Weißen Haus, Oval Office, ich würde da so sitzen und dann so hören, was die so erzählen. Oh, das wäre natürlich nice, wenn du auf, ja wenn du Aufnahme, jawohl, aber dann hätte er ein Aufnahmegerät, das wäre natürlich nice. Das ist auch unsichtbar. Wenn also das auch mit mir ist unsichtbar, ich kann dich mitnehmen. Das auch. Plus eins? Mann. Boah, und dann machst aber du so, dich anfassen. Boah, dann machst du so eine Bastardaktion und gehst dann weg ohne mich und ich bin auf einmal nackt, auf einmal nicht mehr unsichtbar. Was war scheiße, du musst bis nach Amerika fliegen, um ins Weiße Haus zu kommen. Ja, ja. Aber er müsste kein Ticket sein. Genau, ich könnte unsichtbar im Flieger sitzen. Aber wo soll er sitzen? Ja, einen freien Platz wird es wohl geben. Unsichtbar, aber du bist nicht unspürbar oder so. Genau, das ist das Ding. Kannst du nicht einfach auf jemanden draufsitzen? auf einmal sieht man so bei dem Sessel in der ersten Klasse so eine Druckspur. So die Arschspur. So ein Teller, der ist so bewegt.